Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat Juni, liebe Jungfrau. Und egal, ob du im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder dem Aszendenten das Sternzeichen der Jungfrau trägst, ja, verlass dich mal auf deine Seele, dass es hier mindestens eine Botschaft für dich gibt und dich supporten wird. In diesem Sinne, ihr Lieben, starten wir rein und du weißt, im Juni beginnt meine Tarot-Ausbildung endlich wieder. Die erste in diesem Jahr, nachdem die Anfragen ja immer mehr wurden, kannst du dich jetzt auch noch anmelden. Wir starten am, oh, ich glaube, es ist der 15.06. The Empress, meine Lieblingskarte im Tarot. Und ich begleite dich über circa 4 Monate und packe dir den Link ins Kommentarfeld und dann kannst du gerne mal schauen, ob du den Weg mit mir auch in der Megagruppe, die jetzt schon quasi kurz vorm Startschuss steht, beginnen möchtest. Und wir schauen jetzt erst einmal rein in den Monat Juni. Da habe ich mir eine schöne Legung überlegt und wir gucken uns sämtliche Themen an. Und wir starten erstmal für das Seelenkollektiv der Jungfrauen. Was ist dein Wachstumsgebiet? Was ist das Wachstumsthema? Passend dazu, bevor ich sie gleich umdrehe, auch mit den Lenormand-Karten. So, Halschakra und der Hierophant. Ich spreche. Hier geht es um deine eigene Wahrheit, um deine, ja, vielleicht auch wirklich die Transformation deiner Stimme. Deine Stimme zu erheben, deine Stimme in den richtigen Momenten ganz bewusst zu lenken. Und hier findest du auch Tipps. Du kannst tatsächlich, wenn du im Yoga unterwegs bist, kannst du den nach unten schauenden Hund zur Stärkung des Halschakras gerne mal nutzen. Aber auch, und das halte ich dir mal in die Kamera, du kannst den Screenshot machen. Hier unten das Mudra, das aktiviert tatsächlich auch dein Halschakra. In unserem Halschakra finden wir ja Stimme, Wahrheit, deine Musikalität. Der Hierophant ist immer so ein Zeichen, okay, vielleicht kommt jetzt hier wirklich dieses Wachstum rein, dass du stabil und sicher wirst. Du kannst aber auch eine Begleitung haben. Vielleicht machst du auch Breathwork. Auch das ist hier nochmal so ein Thema. Auf jeden Fall scheint es präsent zu sein, deine Stimme zu nutzen. Nicht zu schnell zu sprechen, in einer schönen Kommunikation für dich einzustehen, für dich aufzustehen, auch hier die Spiritualität, die Geistführer noch mehr in die Verbindung gehen, die Energiearbeit noch mehr für dich nutzen. Auch das kommt mir hier gerade ins Feld. Schau da bitte für dich hin, wo du dich gerade, an welcher Stelle du dich hier gerade wieder entdeckst. Ihr Lieben, wir machen weiter. Und zwar gucken wir rein in die Themenbereiche Privat, Beruf und Finanzen und auch die Liebe. Was sind da wichtige Themen und wollen gesehen werden? Im Privaten, bei den Jungfrauen. Worum geht es im Privaten? Okay, ist gerade viel los bei dir. Ich mische. So. Okay, es fällt wieder das Gericht. Hier geht es um Gerechtigkeit. Gericht sagt dir, irgendetwas wird beruflich und das ist genauso wie hier, dieses wie der Phönix aus der Asche, wirst du hier sehr wahrscheinlich einen Quantensprung machen. Einen Quantensprung, wo du tatsächlich lernst, in deinem privaten Umfeld alles, was deine Themen sind, für dich einzustehen, für dich aufzustehen, in die Verbindung zu gehen. Du bekommst ganz viele Zeichen und Botschaften, Bekanntschaften, die dir auf einmal wie so ein Geschenk aus dem Himmel gereicht werden. Das Gericht ist die vorletzte Karte in der großen Arkana. Und wie du bestimmt weißt, ist die große Arkana immer ein Zeichen für diese speziellen Lebensthemen, spezielle Lebensbereiche. Und darum geht es jetzt gerade für dich, dass du hinschaust und wirklich dir erlaubst, gefühlt von den Toten dich selber zum Leben erwachen zu lassen. Raus aus den Ängsten. Und daran arbeitest du. Du hast einen Plan, du hast eine Strategie, etwas ist hier im Aufbau. Beruf und Finanzen, wie sieht es dort aus?
Neue Kommunikation. Beruflich gesehen ist es jetzt dieser Wissensdurst, das, wofür du brennst, wo du hier sagst, ich gehe durch die Herausforderungen. Es kann eine neue Ausbildung sein, es kann aber auch einfach ein cooles Buch sein, eine Weiterbildung auf der Arbeit. Auch diese Klarheit, naja, du schlägst dich gerade so ein bisschen, wenn wir auf die Finanzen gehen, schlägst du dich da gefühlt gerade so ein bisschen durch. Aber in einer Glückseligkeit. Das heißt, hier zieht die Leichtigkeit ein. Das Glück ist auf deiner Seite. Hier kann kleines Geld, eine erfolgreiche, ja, Investition liegen, und das kann diese Investition in dein Wissen sein, was dich dann auch beruflich katapultieren könnte, wenn es dein Ziel ist, hier sichtbar zu werden. Kreativität, neue Impulse, die Art und Weise, wie du kommunizierst, wird sich auch nochmal für dich wandeln. Und jetzt kommt der Punkt, ihr Lieben, wo viele immer fragen: Und was ist in der Liebe? Wie sieht's denn aus im Juni? Was erwartet dich als Jungfrau? Die zwei Kelche. Unterliegende Energie, das Rad des Schicksals, die Königin der Schwerter, und vielleicht brauchst du hier dein Halschakra. Wir haben die Königin der Schwerter gepaart mit den zwei Kelchen. Hier wirst du klar kommunizieren, aus dem Mangel auszutreten, in eine Verbindung zu gehen. Du wirst auch wirklich mit einer Sanftheit aussprechen, was dir wichtig ist in der Liebe. Wenn du gerade Single bist, kann es sein, dass hier eine schicksalshafte Begegnung kommt. Also hier kommt etwas ins Rollen. Mit deiner Klarheit, wenn du deine Werte klar definiert hast, was ist für dich wichtig, liegt hier die Liebe, die Verbindung, die Partnerschaft. Auch hier ist das nochmal wie so ein Upgrade. Das heißt, die Gedanken werden wieder klar. Du separierst hier auch nochmal die Themen, die dich vielleicht beruflich ein bisschen stressen. Die bringst du nicht mehr mit in die Partnerschaft. Also du bist ganz bewusst und weißt ganz genau, was du in der Liebe möchtest. Und wie gesagt, hier kann auch ein Durchbruchserlebnis liegen, die Erlaubnis, die du dir selber gibst, jetzt in die Liebe zu gehen. Hier Harmonie, Frieden, Gemeinschaft, gemeinschaftlich etwas zusammen kreieren und in den Aufbau bringen. Mit Geduld tatsächlich auch. Mit Geduld, aber dass sich hier die Liebe zeigt, könnte schneller kommen, als du gucken kannst. Hier finden auch nochmal klärende Gespräche statt, wenn du in einer Partnerschaft bist. Auf die Königin der Schwerter, ja, und hier geht es dann auch nochmal um das Thema Stabilität, Sicherheit. Hier haben wir dein Gegenüber, der kommen möchte. Vielleicht hast du aber auch gerade zwei zur Auswahl und wirst aber hier eine Entscheidung für dich treffen. Ja, bei wem fühlst du dich angekommen? Was sagt die Liebe denn? Eine Herzensbotschaft für dich als Jungfrau im Juni. Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Es könnte hier sein, dass deswegen auch hier gerade zwei gegenüber liegen, ne? Dass du einen Partner hast und es da immer wieder zu Diskussionen kommt. Und hier bringt euch quasi das Leben, das Rad des Schicksals, bringt dich auf einmal mit deiner Zwillingsseele, mit deiner Dualseele wieder in die Verbindung, dass hier kommunikativ nochmal Sachen geregelt werden. Hier nochmal, ja, vielleicht auch eine Zusammenkunft. Du kommst irgendwie nicht von diesem Menschen los. Natürlich kannst du auch diese Zwillingsseele in deinem jetzigen Partner schon haben. Das wirst du gerade selber für dich am besten wissen. Es ist eine allgemeine Legung. Auf jeden Fall sieht es hier wirklich nach ganz, ganz tiefer Verbundenheit aus. Und ich sag's euch, Zwillingsseelenprozesse sind nicht immer leicht. Wenn aber jeder seine Themen wirklich angeschaut hat, ist es eine sehr harmonische Verbindung, und das kann auch freundschaftlich sein. Das muss nicht immer auf Liebespartnerbeziehung sein, sondern mit seiner Zwillings- oder Dualseele kann man auch eine wunderschöne Freundschaft haben. So, aber hier geht es auch wirklich ganz viel um die Kommunikation. Ja, und gefühlt passieren hier Dinge, wo du auch diese Wow-Momente haben wirst und wahrscheinlich sagen wirst, das glaube ich doch jetzt gar nicht. Was passiert hier eigentlich gerade? Oder wie fühlt sich das gerade an? Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon 1000 Jahre. Alles ist so vertraut. Oder
wenn du schon Kontakt hattest zu deiner Zwillingsseele und dann wieder eine längere Zeit Kontaktabbruch war, entfacht auf einmal wieder das Feuer. Was sind denn die äußeren Einflüsse, die jetzt auf die Jungfrauen zukommen? Widerstände. Du bist aufgerufen, mal zu gucken, wo kämpfst du, anstatt im Team zu arbeiten. Konkurrenzkämpfe auf der Arbeit, irgendwo, ja, so ein bisschen Unschlüssigkeit, dicke Luft auch. Menschen, die im Widerstand im Außen sind, das kann auch beruflich gesehen gerade sein. Und hier wirst du lernen und aufgefordert. Widerstand erzeugt Widerstand. Manchmal ist es wichtig, dass du dich durchboxst. Und hier habe ich so ein bisschen wirklich die Konflikte in Bezug auf eine Entscheidung, die hier kommen. So ein kleiner Machtkampf. Ein kleiner Machtkampf. Du bist aber aufgefordert, dich hier zu entscheiden und deswegen auch Halschakra. Klar zu kommunizieren, anstatt zu kämpfen. Hier geht es um einen Neuanfang. Auch ja, Wertschätzung von außen. Vorstellungsgespräche, wenn wir das mal jetzt hier auf das Berufliche münzen, etwas, was im Aufbau ist, Schritt für Schritt. Oder du hast es mit einer Person zu tun, die sich gerade verhält wie ein kleines Kind, aber die will eigentlich nur gesehen werden. Und guck dir auch nochmal an, wo du im Außen Themen gespiegelt bekommst. Es können hier auch gerade familiäre Themen sein, wenn du schon in einer Familie bist, das heißt Mutter bist, Vater bist, wo du dich gerade auch in die Konflikte mit deinem Partner begibst in Bezug auf die Erziehung oder die Kinder bocken rum. Auch hier bleib entspannt, bleib im Vertrauen, lerne klar zu kommunizieren, anstatt dass du dich genau in diese hitzigen Diskussionen reingibst. Es ist manchmal wichtig, dich ein bisschen rauszuziehen. Sechs Kelche fallen raus, ohne dass ich eine Frage gestellt habe. Hier ist auch Vergebung nochmal ganz wichtig. Vergebung, Dankbarkeit und sei mal wie ein Kind, das heißt, genieß die Leichtigkeit. Du darfst Spaß am Leben haben. Was musst du, solltest du, kannst du loslassen? Sieben Schwerter. Und die sieben Schwerter, ja, so immer auf der Hut sein. Immer auf der Hut sein, Königin der Kelche, Unehrlichkeiten, vielleicht auch, ja, immer einen Plan zu haben in der Liebe. Für viele wird es sicherlich auch in die Richtung gehen, du wirst nochmal deine Liebesbeziehung gerade genau unter die Lupe nehmen, nochmal genau hinschauen. Die sieben Schwerter ist so auf leisen Sohlen davonschleichen und vielleicht hast du das lange Zeit gemacht, bist Konflikten aus dem Weg gegangen, Gespräche, wo es wirklich um Tacheles reden geht. Hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich spricht mich meine Mitmenschen, hoffentlich sprechen die mich an, ich mache mich unsichtbar, lass das Unsichtbare los, geh hier durch die Angst durch und erlaub dir, deine Stimme zu erheben. Auch wenn du sagst, ich spüre irgendwie, ich bin anders. Die Königin der Kelche ist ja auch die Königin der Spiritualität. Trau dich. Trau dich, auch wenn Menschen vielleicht Angst vor dem haben, was du tust, hör auf, dich zu verstecken. Das darfst du loslassen. Und überall, wo du wirklich dich selber ertappst, wo du so eine kleine Notlüge findest oder wo du versuchst, die Welt für alle zu retten. Nee, das ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe. Du musst nicht die Welt für alle retten, weil du trägst die Lasten dann nämlich automatisch für alle anderen. Und das ist nicht deine Aufgabe. Was ist die Tendenz der Entwicklung? Wohin führt es dich im Juni? Stabilität, Sicherheit, wieder aktiv für dich selber als Versorger loszugehen und auch hier wieder das Rad des Schicksals. Das Thema Finanzen und Beziehungen, hier kommt ein Wachstum rein. Und zwar wirst du hier nochmal Werte wie Materialismus unter die Lupe nehmen. Wo hältst du noch fest aufgrund dessen, dass du Angst hast, sonst etwas zu verlieren? Du erkennst, und das ist die Tendenz, wo es hingehen darf, dass du sicher bist und dass du alles dir selber kreieren kannst. Du darfst raus aus der Abhängigkeit, raus aus dem Kleinmachen. Auch in der Partnerschaft, vielleicht hast du es hier mit einem Erdzeichen zu tun, kommt hier. Na, man arbeitet an etwas. Mit der Fabrik etwas ist im Aufbau und zwar ehrliche Kommunikation. Und auch den Plan zu haben. Du stellst dir gefühlt gerade einen Plan auf, du folgst deiner Intuition.
Das heißt, deine Sinne werden aktiviert. Der Hierophant, ihr Lieben, liegt hier ja auch auf dem Tisch. Das heißt, deine Hellsinne werden aktiviert. Du wirst ganz genau spüren, was ist jetzt der richtige Weg. Und das ist das Ziel, dass du selbstsicher wirst, was deine Intuition angeht. Dass du selbstsicher wirst, was deine eigene Strategie angeht. Und du erkennst auch, wenn jemand bei dir hier im Feld auf einmal eine Strategie und Manipulation an den Tag legt, um dich in irgendwas zu lenken. Bleib bei Investitionen nur bitte ehrlich, ne? Auch geh du bitte auch raus aus Unehrlichkeit. Und raus aus diesem Duckmodus. Du musst dich nicht mehr klein machen. Das kann ich hier wirklich nur noch betonen. Und was ist das große Ziel? Das ist die Tendenz, wo es hingeht. Wofür dient es dir? Für die Heilung. Geduld, tatsächlich auch nochmal ein Thema. Geduldig sein mit einem Gegenüber. Hier bist du als Königin der Schwerter. Hier kommt der König der Schwerter. Eine Verbindung, die heilen darf. Eine Verbindung, die in die Balance gebracht werden darf. Und vielleicht ist dafür wirklich auch wichtig, mal wieder gemeinsam eine Aussicht zu haben, gemeinsam zu schauen, haben wir noch die gleichen Werte, ist es der richtige Weg für uns oder dann in Liebe auch loszulassen. Okay, ich habe noch nichts gefragt. Ich möchte gerne wissen, was ist der Tipp? Was ist der Tipp, der Master-Tipp des Universums für dich jetzt im Juni? Verlieb dich ins Leben. Tauch in die Tiefe. Wo erkennst du gerade die Chancen nicht? Wo bist du gelangweilt? Wo hast du das Gefühl, alles, was Gefühle angeht, stagniert und ist festgefahren in der Angst, die hier losgelassen werden darf? Auch im Privaten. Die Kommunikation. Kommuniziere für deine eigene Heilung. Transformation, alte Haut ablegen, Eifersucht, Neid. Und der Versuchung auch mal nachgeben. So, aber ich habe das Gefühl, da schwingt der Mangel mit. Glaubenssätze. Ich werde niemals irgendwie hier rauskommen. Ich glaube nicht mehr daran, dass hier etwas in das Wachstum geht. Der Mond und der Page der Kelche ist diese Sehnsucht nach einer tiefen Liebe. Und hier liegt die Zwillingsseelengeschichte. Wir klären mal auf den Pagen der Kelche. Der Page der Kelche. Als Ziel. Eine Reise, eine Herzensreise, auf der eine Entscheidung getroffen wird, aber auch jemand aus der Ferne, der dir jetzt auf einmal wieder ins Leben geschickt wird. Und das kann Schicksal sein, eine schicksalshafte Bestimmung. Und hier haben wir den Sommer liegen, die höchste Karte im Lenormand. Hier geht es nämlich darum, wieder in den Erfolg zu gehen. Das heißt auch erfolgreich deine Reise in Liebesangelegenheiten jetzt anzustreben, ein neues Abenteuer aus dem Herzen heraus. Schau dir die Glaubenssätze an, die ganz tief in dir drin in die Heilung gehen wollen. Wo haften sie immer noch an dir oder auch die Belastungen von anderen, die du versuchst permanent zu regeln? Wo versuchst du die Welt noch immer wieder zu retten und darfst jetzt mit dir selber in die Tiefe gehen und aus deinem inneren Wissen den Glauben und deine Ausstrahlung, deine Befähigung und deine Energie mal so richtig auf die Bühne des Lebens bringen. Wo sagst du, ich habe keinen Bock mehr, hier im Mangel zu sein? Wo kannst du jetzt Stellschrauben an der einen oder anderen Stelle nochmal korrigieren? Was ist jetzt wichtig? In deiner Zielsetzung nochmal genau dir anzuschauen. Materialismus, festhalten versus loslassen. Was wünschst du dir wirklich? Wo fühlst du die Liebe in dir? Die Leichtigkeit möchte einziehen. Tiefe, tiefe, tiefe Gespräche. Der Mond, natürlich auch die Angst, dass du die Angst und diese ja, negativen Glaubenssätze mal auf die Reise schickst. Gib deinem Herz Weite, erlaub dir das Atmen, erlaub dir mal wieder Licht in dich fließen zu lassen und arbeite auch gerne mit Energiearbeit. Das hatte ich dir eben, glaube ich, auch schon zu Beginn der Legung gesagt. Ihr lieben Jungfrauen, ich sage danke von ganzem Herzen für ja, deinen Support, freue mich auf deine Kommentare und gegebenenfalls den Weg in The Empress. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.